5 Arten von Gamescom-Besuchern. Der Camper, bestens vorbereitet für lange Warteschlangen mit eigenem Sitzequipment und optional einem Sandwichmaker, verbringt den ersten Tag auf der Messe in der 8-stündigen Warteschlange zu Call of Duty. Der Jüngling, der unbedingt die Spiele ab 18 sehen will und deswegen verzweifelt versucht, sich ein Band zu organisieren, aber aufgrund seiner Ähnlichkeit zum Kinderschokoladekind einfach nicht vorankommt. Der Gaffer, der die Games vergisst und nur noch auf die ganzen weiblichen Cosplayer starrt, bis ihn jemand daran erinnert, dass das nicht okay ist. Der guckt, wie schnell ich laufen kann, der irgendwie alles sehen will und gar nicht weiß, wohin zuerst und deswegen hin und her springen und eigentlich ist alles geil und dort ist das Spiel, aber erst essen, nee, ich brauch Merch, guck mal, da gibt es T-Shirts und dann müssen wir in Halle 8 noch zu... Der möchte gern Content Creator, der dort rumläuft und sich dort wie der Größte fühlt mit seinen 4 Abonnenten auf YouTube, aber dann verzweifelt feststellen muss, dass ihn dort doch keiner kennt und jetzt entschuldigt mich, ich muss kurz in mein Kissen weinen.